Herzlich willkommen, liebe Leute, zu Wir regen uns über Hertha auf und haben dabei jede Menge Spaß. Yeah! Es war mal wieder soweit, es war mal wieder Spieltag. Und wer dachte, dass 5:0 gegen Greuther Fürth beflügelt Hertha BSC, lag richtig daneben. Für jeden neutralen Zuschauer war das vielleicht wirklich ein fußballerischer Leckerbissen. Für jeden Hertha-Fan, wer weiß, ob das nicht vielleicht auch für Magdeburg-Fans gilt, aber für jeden Hertha-Fan einfach das blanke Entsetzen. Denn die Abwehrreihen hatten mal überhaupt keinen Bock. Die waren vielleicht schon in der Länderspielpause. Und wir gehen nachher einzelne Tore mal durch. Denn es gab einige Tore, wo ich mir dachte, Halleluja, wo ist da bitte unsere Abwehr? Wo sind da bitte unsere, ja, wo ist unsere Manndeckung? So. Ich meine, es ging ja gut los, denn nach 73 Sekunden macht Fabian Reese sein erstes Tor. Übrigens, ich habe sogar heute noch geschrieben, Fabi Reese macht heute sein erstes. Es hat nicht lange gedauert, trifft er direkt das erste Mal. Aber keine Ahnung, ob Hertha keinen Bock irgendwie hatte auf Verteidigen oder sonst was, denn eigentlich sollte so ein frühes Tor beflügeln, aber du kriegst quasi direkt mit dem ersten Angriff von Magdeburg in Minute 7, kriegst du direkt das Gegentor. Dann steht es direkt 1:1, ist der ganze Matchplan hin. Am Ende des Tages gehst du dann wieder in Führung und kriegst, glaube ich, keine 5 Minuten später wieder den Ausgleich. Und dann, kurz vor der Pause, gehst du nochmal in Führung und auch das sollte eigentlich wieder der psychologisch wichtige Vorteil sein. Und dann denkst du dir, okay, jetzt gehst du mit viel Power und Kraft aus dieser Pause raus. Vielleicht kannst du noch ein schnelles 4:2 nachlegen und damit den Stecker ziehen. Nein, kriegst du in Minute 50 das 3:3 und schon ist das Spiel wieder auf Magdeburgs Seite. Es ist dann übrigens auch erstmal symptomatisch, dass das 1:0 wieder so ein Abwehrfehler ist. Oder war es das 1:0? Ich glaube ja, dass das 1:0 ein Abwehrfehler war. So wie gegen Fürth, dass dann Fabian Reese das dann einfach ausnutzt. Dann, ich weiß es gar nicht, war es das 2:2, wo ich mich frage, was zum Fick macht Marc-Oliver Kempf da? Digga, ich weiß, du hast keinen Bock auf Hertha, ja? Du hast vielleicht keine passenden Angebote gekriegt, ich habe keinen Kopf. Aber bitte zerreißt sich dann dieses eine halbe Jahr wenigstens für uns noch. Bitte. Was machst du da? Hertha kriegt einen Freistoß in der eigenen Hälfte. Das ganze Feld ist quasi frei. Ich glaube, links und rechts standen Herr Thaler. Und er pölt ihn genau auf den Magdeburger drauf, der, keine Ahnung, 10 Meter vor ihm steht. Er steht wirklich nur, vielleicht nicht mal 10, vielleicht nur 5. Und er pölt ihn da direkt rein. Und daraus resultiert dann hinterher das 2:2. Herzlichen Dank dafür an der Stelle. Ja, und genau, du kriegst dann das dann am Ende. Was lief letztes Jahr eigentlich falsch? Oder was haben wir relativ wenig gemacht? Genau, Standardtore. Jetzt haben wir in Jena einmal per Ecke getroffen und eine wirklich gut vorgetragene Ecke führt dann am Ende zum 4:3. Ich muss übrigens mal Props da lassen. Tabakovic, wirklich stark, hat jetzt mittlerweile 4 Tore und ich glaube, sind es 3 Assists oder 2 Assists, auf jeden Fall schon ordentlich Scorer gemacht. Also die Verpflichtung hat sich wirklich gelohnt, der ist wirklich bockstark. Da werden wir, glaube ich, noch viel Freude mit haben. Es ist gut, dass wir so einen Mann verpflichten konnten und so einen Mann vorne drin haben. Und jetzt, Leute, lehnt euch zurück, denn jetzt beginnt der Part, wo man sich wirklich aufregen kann, weil dass die Offensivreihen Bock hatten, haben wir gesehen. Dass die Abwehrreihen gar keinen Bock hatten, haben wir auch gesehen. Aber wir kriegen dann nicht nur das 4:4, sondern wir kriegen dann auch noch das 5:4. Und da könnte ich mich wirklich drüber aufregen, weil da war unsere Abwehr wirklich in der Länderspielpause oder im Urlaub oder keine Ahnung, was die da machen. Der Typ kann, ich weiß gar nicht, ich weiß noch nicht mal, ob es eine Flanke war, aber der Typ läuft da an der Außenlinie rum. Gefühlt stehen die Hertha, seine Gegenspieler gefühlt 20 Meter links und rechts von ihm weg. Der kann sich da durchkombinieren. Klar, am Ende ist es ein Traumtor und er schlänzt den wunderbar in den Winkel rein, aber
wenn du mal ansatzweise irgendwie die Räume verdichten würdest und das irgendwie vernünftig verteidigt kriegen würdest, dann geht das Ding da am Ende auch nicht rein. Also, oh, Junge, also das 5-4 war ganz, ganz schlimm, das war ganz gruselig. Und er hat da versucht, da nochmal alles und am Ende kriegst du von Baras Artik, nee, nicht mal von Artik, von Ahmed Arslan sogar noch das 6-4 obendrauf. Und du verlierst diese zweite Halbzeit mit 4:1 Toren. Es ist eine absolute Frechheit, was da passiert ist. Wie gesagt, für den neutralen Fan ist das einfach ein Geschenk, dieses Spiel. Für mich als Hertha-Fan, der Gott sei Dank nichts gesehen hat und dieses Spiel jetzt nüchtern betrachten kann und da vielleicht ein bisschen reflektierter rangehen kann. Eine absolute Katastrophe. Trotzdem Props an jeden, der die kürzeste Auswärtsfahrt dieser Saison auf sich genommen hat, in Magdeburg war, unsere Jungs immer unterstützt hat. Aber du darfst dir nie im Leben 6 Gegentore fangen. Vor allem dann nicht, wenn du 4-mal in Führung warst. Also es spricht ja schon für dich. Erst triffst du das Tor gar nicht, machst dann 5 Tore gegen Fürth und 4 Tore in Magdeburg. Und wenn du diese 4 Tore aber machst, darfst du dir nie im Leben 6 kassieren. Vor allem, du führst ja 4:3, hast noch eine halbe Stunde Zeit. Du kannst dir nicht in dieser halben Stunde 3 Gegentore fangen. Die Abwehr muss doch mal irgendwie, weiß nicht, kennt ihr Raumdeckung, kennt ihr Manndeckung? Keine Ahnung, was da los war. Also, es ist Katastrophe und ich bin ehrlicherweise ein bisschen froh, dass jetzt Länderspielpause ist. Normalerweise würde ich jetzt eher Länderspielpause, 2 Wochen kein Fußball. Aber nein, ich bin wirklich froh. Du hast nach 5 Spielen 3 magere Pünktchen. Greuther Fürth hat sich auch auskontern lassen. Die hatten vielleicht ein paar Chancen, aber da hat das Hertha wirklich gut gemacht. Stand defensiv wirklich gut. Greuther Fürth hatte dann keine Ideen. Aber wenn du schon offensiv spielst, darfst du die Verteidigung trotzdem nicht vernachlässigen. Deswegen, ich hoffe jetzt, dass in diesen 2 Wochen sich das jetzt festigt, sich jetzt integriert. Gut, die beiden Neuzugänge werden sicherlich bei den Nationalmannschaften sein, aber du hast jetzt 2 Wochen Zeit, intensiv nochmal dich zu festigen, dein System einzuarbeiten. Und jetzt sind halt alle da. Jetzt steht der Kader, jetzt kommt keine Neuverpflichtung mehr. Jetzt kannst du nicht sagen, Kader ist unausgeglichen und sonst was. Wir haben gestern noch darüber gesprochen, dass ich mit dem Kader zufrieden bin, dass sogar Pal Dardai auf der PK gesagt hat, ich bin zufrieden, danke, dass ihr das alles hinbekommen habt, danke, dass ich jetzt meine Mittelfeldspieler habe und so weiter und so fort. Er hat alle Positionen sind auch abgedeckt, also wirklich alle, wir haben Mittelfeld, wir haben den Sturm sind wir gut vertreten, auf den Flügeln sind wir gut vertreten, Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, sieht alles gut aus. Wir können überall genug wechseln. Die Zeit der Ausreden ist jetzt vorbei. Du kannst nicht jetzt noch irgendwelche Ausreden finden. Dieser Kader muss es bis Weihnachten jetzt richten. Und ja, deswegen hoffe ich, dass es in diesen 2 Wochen jetzt Klick macht und dass es jetzt funktioniert. Ich meine, gut, Schalke hat heute gepunktet, aber auch da sehen wir es ja. Die haben auch erst 4 Punkte nach 5 Spielen, haben 3 Spiele verloren. Da läuft es auch noch nicht. Da greift das Rädchen auch noch nicht. Deswegen ist diese Länderspielpause vielleicht wirklich, wirklich gut, dass jetzt endlich mal die Rädchen greifen, dass es jetzt funktioniert. Damit wir haben jetzt Braunschweig zu Hause, die unten mit drin stehen, wirklich gottlosen Fußball spielen. Aber es wäre typisch härter, wenn man sich da wieder schwer tut. Ich erinnere an die letzten beiden Pokalspiele. Dann haben wir Kiel, die wirklich gerade sehr stabil sind. 12, sind es 12? Ich glaube ja, 12 von 15 möglichen Punkten geholt haben, plus Pokal weitergekommen. Und dann haben wir St. Pauli, die letztes Jahr in der Rückrundentabelle, ich glaube, Platz 1 waren, die jetzt zwar 4 Unentschieden in Serie hatten, die aber eigentlich auch gar nicht so unstabil aussehen. Also es müssen jetzt die Punkte her. Und ich sage auch gerade noch, wir haben von diesen 5 Spielen hatten wir 3 Gegner, wo du eigentlich als großer Name Hertha BSC gewinnen musst. Also eigentlich müsstest du da mit 7 bis 9 Punkten rausgehen. Wiesbaden musst du nicht verlieren, ist aber am Ende gut das Pech, dass du, wenn du deine Tore nicht machst, dass dann hinten irgendwie mal einer reinfällt. Das
hatten wir ja schon mal hinlänglich besprochen, dass eben dann dieses Problem war, wo die Ansätze da waren, wo es gut aussah, und dann ist es eben dieses gallige Glück dieser Underdog-Mannschaft, dass dann hinten irgendwie mal einer reinkullert. Und wir sehen es ja heute auch bei Wiesbaden gegen Schalke. Am Ende fliegt in der 95. Minute noch ein Ball rein und dann spielen die noch 1-1. Also geschenkt. Düsseldorf, denke ich mir, ja, okay, muss man nicht unbedingt gewinnen. Ist eine Mannschaft, die kann dir mal einen Punkt abtrotzen oder die kann vielleicht auch gegen dich gewinnen. Auch da warst du aber mindestens ebenerdig. Den schlechten Tag in Hamburg, ja gut, sowas gibt's mal. Greuther Fürth hast du dann gezogen, aber auch Magdeburg musst du eigentlich ziehen, auch wenn die gut drauf sind. Als großer Name Hertha BSC musst du das eigentlich ziehen. Also du musst trotzdem den Anspruch haben, beziehungsweise von der Kaderqualität her in die Top 6 kommen. Und da zähle ich rein Hamburg, Schalke, Hertha, Düsseldorf, vielleicht noch irgendwie St. Pauli oder sowas. Und keine Ahnung. Paderborn oder sowas. So, wenn du gegen die Mannschaften ein paar Punkte abgibst, ist das vollkommen okay, aber alles andere, was du da hast, Wiesbaden, Osnabrück, Elversberg, Magdeburg, Fürth, Braunschweig, gibt es noch Kaiserslautern und wie sie alle heißen, das sind eigentlich Gegner, die du als Hertha BSC eigentlich schlagen musst. Deswegen ist es eigentlich traurig, dass du da jetzt so dastehst. Ich wusste ja, dass die zweite Liga hart wird, aber dass es so hart wird und dass das so ein langer Weg wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich bleibe jetzt trotzdem ruhig, weil wir haben noch 30 Spiele. Es gibt noch 90 Punkte zu vergeben, die Hertha natürlich alle bumsen wird und holen wird. Aber es ist trotz alledem, oder sind es noch? Ne, 29 Spiele sind es noch. Sorry. Aber ja, es ist. Defensive war heute ein Totalausfall. Ähnlich wie in Hamburg dann auch. Gibt es auch mal solche Tage, aber wie gesagt, wenn du 4 Tore machst, darfst du dir keine 6 fangen. Und ich möchte mal eine These aufstellen und ihr könnt gerne mal mitdiskutieren, liebe Leute. Jeder, der Hertha verfolgt oder vielleicht auch Außenstehende, kennt Pa Dardai und kennt Pa Dardai-Fußball. Was ist die Stärke von Pa Dardai? Defensiv. Defensiv gut stehen, umschalten und dann so Kontertore erzielen. So hat man versucht, immer Spiele zu gewinnen. Das hat teilweise manchmal auch ganz gut geklappt, auch in der Bundesliga schon. Aber eigentlich versucht er aus einer kompakten Defensive Fußball zu spielen. In der Bundesliga bist du damit auf die Nase gefallen, weil du dann häufig irgendwann auseinandergefallen bist und dann 5-0 oder 6-0 oder sowas gegen Bayern oder sowas kassiert hast. Ne? Aber ansonsten grundsolide Defensive. So, Düsseldorf, grundsolide Defensive. Einmal nicht aufgepasst, ist Ginczek einmal durchgekommen. 0-1. Wiesbaden, grundsolide Defensive. Ist keiner durchgekommen. Am Ende irgendwie mit so einem Luckshot irgendwie reingerutscht. Greuther Fürth, grundsolide Defensive. Denen ist nichts eingefallen und alles andere hat Tjaak Ernst wunderbar gehalten. Den schlechten Tag in Hamburg geschenkt. Warum kriegt man dann heute 6 Gegentore? Man spielt endlich offensiv. Das macht Spaß zuzusehen, was man offensiv auf den Rasen kriegt, gegen Fürth und gegen Magdeburg. Aber ich frage mich, ist das denn vielleicht nicht ein Tick zu offensiv? Greuther Fürth hat sich auskontern lassen, deswegen konnten wir da auch 5-0 gewinnen. Magdeburg, die sind gut drauf, die sind immer noch ungeschlagen, die lassen sich nicht auskontern und die haben sich nicht auskontern lassen. Und deswegen ist natürlich die Frage, ist das da nicht ein Ticken zu offensiv? Sollte man nicht, wir haben dann später auch auf 4-4-2 gewechselt, sollte man nicht wieder versuchen, eine grundsolide Defensive zu haben und daraus zu agieren? Und von mir aus gewinnt man dann nur 1-0 oder 2-1 oder irgendwie sowas, aber dass man hinten den Laden erstmal festhält. Klar ist Defensivfußball wirklich eigentlich für die zweite Liga und wenn man Aufstiegsaspirant ist, nicht cool und nicht gut. Aber in dem Falle frage ich mich wirklich, ob das nicht ein Ticken zu viel war. Weil wenn du schon offensiv spielen willst, darfst du die Defensive nicht vernachlässigen, was ja sehr, sehr häufig passiert. Deswegen würde ich mein Hauptaugenmerk erst einmal tatsächlich auf die Defensive legen, dass man da erstmal grundsolide ist. Du hast jetzt nach 5 Spielen, hast du 11 Gegentore. Das ist fast, nee, das sind sogar mehr als 2 Gegentore pro Spiel und das ist viel zu viel.
Das ist wirklich viel zu viel. Du hast dich so gut, also deine Tordifferenz ist jetzt immer noch nicht im Arsch, ne? Aber du hast dich so gut rangekämpft, standest auf 5 Punkten, kriegst heute gleich wieder 6, stehst jetzt bei 9 zu 11 Toren. Das ist einfach zu viel, zu fuchsteufelswild. Und die Frage geht deswegen an euch. Ist das zu offensiv? Sollte man vielleicht dann doch wieder erstmal in eine kompakte Defensive gehen und dann erstmal versuchen, über Konter das irgendwie zu schaffen? Ich könnte mir vorstellen, Braunschweig ist zwar eklig und wird es auch eklig weiterhin versuchen. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass du eben das, was du gegen Greuther Fürth gespielt hast, aus einer kompakten Defensive in Konterfußball umzuschalten, dass das auch gegen Braunschweig wunderbar funktionieren wird. Ich habe mir die jetzt gegen KSC zum Beispiel angeguckt. Das sah halt echt schon fuchsteufelswild aus. Das war halt echt nicht so geil. Bei St. Pauli, ja, da kam St. Pauli am Ende relativ ins Schwimmen, aber ich glaube, Braunschweig ist noch gar nicht so richtig angekommen in dieser Saison. Auch wenn sie es einmal gegen Schalke irgendwie geschafft haben zu gewinnen. Aber ich glaube, das ist genau das, was du weitermachen kannst. Ich würde die Aufstellung jetzt auch nicht weiter ändern. Ich weiß nicht, ob man Duda und Billy irgendwie integriert kriegt. Das haben wir uns ja gestern angeguckt, aber ich will jetzt nicht in Panik verfallen. Die Saison ist Gott sei Dank noch lang genug. Auch wenn jetzt Platz 18 droht, und das ist ja das Krasse, du stehst jetzt wieder auf dem Relegationsplatz, Platz 18 könnte drohen, wenn Osnabrück und Elversberg gewinnen, die dann am nächsten Spieltag gegeneinander spielen. Aber es ist, ja, wie gesagt, man muss einfach, ich fand's zu offensiv. Ich fand das zu viel Harakiri heute. Und da muss ich einiges ändern. Deswegen hoffe ich einfach, dass diese 2 Wochen jetzt intensiv genutzt werden, gut genutzt werden, sodass man jetzt nach der Länderspielpause dann wirklich angreifen kann und zeigen kann, das ist Hertha BSC. Wir gehören zu den Top-6-Mannschaften der zweiten Liga. Wir wollen zumindest versuchen, hier aufzusteigen, weil sonst, ich wollte dieses Wort nicht wieder in den Mund nehmen, könnte es für längere Zeit erstmal Abstiegskampf geben. Ich glaube nicht, dass wir absteigen, aber zumindest wirst du wahrscheinlich lange unten dran schnuppern und dich dann vielleicht hinterher wie Greuther Fürth dann da noch irgendwie rausziehen und dann im Mittelfeld der Tabelle landen. Habe ich jetzt eigentlich nicht so Bock drauf, sondern ich würde schon ganz gerne zumindest oben mal andocken, wenn es dann am Ende knapp nicht reicht, draufgeschenkt. Aber ich habe vor der Saison gesagt, Top 6 ist mit diesem Kader locker möglich. Das sehe ich immer noch. Also Jungs, einfach alles in Ruhe und ganz vernünftig. Pader, der hat, glaube ich, immer noch den guten Plan. Und ich hoffe, dass das gegen Braunschweig dann besser läuft. So. Ich glaube, ich rede lang genug und ich glaube, ich habe alles gesagt, was man sagen sollte, was man sagen kann. Und ja, bin auf eure Meinung gespannt, was ihr sagt. Fandet ihr die Ausrichtung okay? Sollte man vielleicht die Ausrichtung doch nochmal ändern? Sollte man an der Aufstellung noch was ändern? Seht ihr es vielleicht kritischer als ich? Wie gesagt, ich habe mir nur einmal jetzt gerade kurz Highlights angeguckt. Ich habe dieses Spiel nicht gesehen, kann deswegen ein bisschen differenzierter, kann ein bisschen abgeklärter, ein bisschen ruhiger darüber reden. Die nächsten Spiele werde ich dann sicherlich auch wieder live sehen können und habe dann vielleicht doch nochmal ein anderes Bild auf die Sache. Und ansonsten, ja, ist jetzt 2 Wochen Ruhe. Und dann geht das gegen Braunschweig wieder neu los. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Samstag. Macht's gut. Ciao, ihr Lieben. Tschüssi.